zusammen, da sind wir zurück bei Hogwarts Legacy. So, ich habe mir jetzt hier was auf der Karte markiert, wo wir noch nicht waren. Das ist auch so ein kleines Dörflein. Da können wir noch eine Handbuchseite und so holen. Sieht interessant aus. Ich mache jetzt halt einfach alles Mögliche, damit wir hier das ganze Spiel mal abschließen können. Jetzt müssen wir allerdings hier über den, um den Berg herum. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Man kann auch die ganzen Prüfungen Merlins jetzt alle nach und nach. Aber die bringen selbst allein jetzt nicht viel, ne, an Erfahrungspunkten. Ach, komm mit hier, du doofer Ballon. Lass dich platzen. Wenn man zu dicht dran ist, dann funktioniert es halt auch nicht. Und dann auch noch den hier. Hier irgendwo soll auch eine Seite sein. Ist doch nicht nur eine Seite, hier ist noch mehr. Das war eine Prüfung Merlins irgendwo. Da hinten. Die sind halt sehr robust, die Viecher. So. Können die uns hier nämlich erstmal nicht stören? Rebellion. Wahrscheinlich. Das, genau, da ist er. Da habe ich sie gerade gesehen. Das ist wegen diesen Skeletten. Jetzt habe ich nicht genug Malvenkraut. Nichts mit der Prüfung jetzt hier. Okay, dann müssen wir da erst Malvenkraut besorgen. Aber die sind ja markiert auf der Karte. Ist ja jetzt nicht schlimm. Da können wir auch noch gleich die Ballons mitnehmen wieder. Die hatten auch ein bisschen Erfahrung gebracht. Ich glaube, da unten habe ich gerade eine Nebenquest gesehen. Da unten. Wir dürfen die Erschwinderinnen unsere Lebensweise nicht mit Füßen treten lassen. Alles in Ordnung, Madame? Olivier, Madame Olivier, und nein, nichts ist in Ordnung.
Diese Erschwinderinnen haben das nahegelegene Schloss Clagmar heimgesucht. Und sie stören nicht nur unseren Frieden, sondern auch den Handel. Es sah so aus, als würden sie sich endlich davonschleichen, bis Sylvanus Selwyn auftauchte. Sylvanus Selwyn? Er ist die Oberratte. Wenn jemand Selwyn ausschalten würde, würde sich der Rest der Erschwinderinnen auflösen. Aber Selwyn ist ein erfahrener Zauberer. Ich kann mich nicht selbst um ihn kümmern, auch wenn ich es gern täte. Ich weiß nicht weiter. Sylvanus Selwyn? Ich dachte, Victor Rookwood führt die Erschwinderinnen. Selwyn ist einer von Rookwoods Leutnants. Nicht ganz so furchteinflößend wie Theophilus Harlow, aber dennoch gefährlich. Wo liegt Schloss Clagmar? Das Schloss Clagmar liegt an der Südküste, südwestlich von hier. Was ist so gefährlich an den Erschwinderinnen? Sie sind keine typischen Diebe und Erpresser. Nicht, dass typische Diebe und Erpresser nette Gesellschaft wären. Sie wollten die arme Bella Navarro nicht in Ruhe lassen. Sie hatte ihnen alles gegeben, aber sie bedrohten sie trotzdem weiter. Sie wollte zu ihrer Familie nach Italien zurück, verlor fast ihre Existenzgrundlage. Sie sind grausam. Ich könnte mich um Selwyn kümmern. Oh nein, eine Schülerin kann es doch nicht mit Selwyn aufnehmen. Aber ich setze ein schönes Kopfgeld auf ihn aus. Sagen Sie es gerne weiter. Ich will nur, dass in Crackcroft wieder Normalität einkehrt. Ich bin es leid, unter Selwyn und seinen Kumpanen zu leben. Und zufälligerweise sind wir jetzt auch schon in dem Dorf, zu dem ich eh wollte. Sylvanus Selwyn muss weg. Au! Revelio! So, dann hätten wir schon mal hier die Handbuchseite. Und ich sage mal so, wir machen jetzt erstmal diese kleine Nebenquest. Wir müssen hier bestimmt wieder zurück. Und dann können wir noch den Rest holen, der hier so zu holen ist. Zweifellos schon lange verlassen. Das muss das Schloss von Sylvanus Selwyn und seinen Dieben sein. Wenn ich ihn erwische, sollte ich die ganze Gruppe auflösen können. Wehe, wenn das ein Trick ist. Hey, was denkst du, was du da treibst? Ja, nichts mit heimlich. Zu weit unten, zu früh bei dem runter. Hier sind natürlich wieder ein Haufen Leute. Wollte uns jetzt es aber nicht mir abhalten aus, diese von der ganzen Sache. In Crackcroft auszunehmen. Falls Selwyns Plan aufgeht, werden wir dann alle reich. Jetzt einige. Die kriegen wir natürlich Selwyn nicht alle im Schleichmodus. Selwyn wäre dieses Loch genauso leid wie wir, wenn er hier schon so lange kampieren würde. Ha, meine Träume gehört allein. Da ist Selwyn. Vielleicht kann ich seine Wachen weglocken. Tja, wenn du nicht so vergesslich wärst... Keine Ahnung, was Selwyn in diesem Ort sieht. Es gibt nichts mehr zu stehlen in Moonridge View. Na ja, gut, das war's dann mit Schleichen.
Ach, der ist ja gar nicht so schwer. Soll nur noch seine Schergen erledigen. Das war's mit Selwyn. Ich sollte mit Madame Olivier in Crackcroft wegen des Kopfgeldes sprechen. Ja, oder wir untersuchen hier dieses Örtchen noch ein bisschen. Denn da unten sind noch ein paar zum Mitnehmen. Da ist da so ein Flohflammen. War das etwa schon alles? Kommt er nicht die Wand hoch? Auch wenn er es noch so sehr versucht. Wenn wir schon einmal dabei sind, die hier zu säubern, dann können wir die gleich mitnehmen, oder? So, das hier genauso. Dann gucken wir mal einmal mit Revelio, was hier so... Da ist eine Truhe, da ist Geld. Das lassen wir doch nicht rumliegen, das nehmen wir mit. Wenn ich gar nicht mehr weiß genau, was ich jetzt mit dem ganzen Geld noch mache. Ah, die Musik fängt so an. Ach, da, wir sind noch nicht ganz allein hier. Wir sind noch ein paar Leute. Oh. Aber klar, die Aufgabe war es ja eher, den Typen zu erledigen. Und nicht das Lager zu plündern. Was ich jetzt aber mache. Na, da hat mich einer gesehen. Er fällt spätestens dann auf, wenn er uns angreift. Da irgendwo. Da hinten. Jetzt kannst du dich nirgendwo. Was war das? Wäre ausgestreckt. Na, ist hier noch einer? Das ist da hinten. Ach, und da ist dieses Glockenrätsel. Das hatten wir doch auch. Mensch, können wir auch gleich machen. Aber erstmal will ich alle loswerden, die ich hier gerade noch gesehen habe. Dass die uns hier nicht stören. Wieso ziehe ich immer den Kopf? Lebt die Person noch? Ja. Schade, dass wir jetzt auch runtergefallen sind.
Hier waren noch irgendwo die Glocken jetzt. Da. Da sind diese Glocken. Und wir hatten... natürlich so viele Dokumente. Also das Glockenrätsel hatte irgendeine Reihenfolge, das weiß ich noch. Aber wo war jetzt... wo war jetzt dieses doofe... ja, wir haben so viele... Ah, hier kann ich doch gucken. Das geht doch besser. Oh Gott, ich brauche einen Zettel. Was hätten wir denn da? Wir hätten da einmal ein F und dann hätten wir ein H und dann hätten wir ein D und wir hätten ein C und wir hätten ein H nochmal und dann hätten wir oben nochmal ein F und ein E und ein C. Und dann mal gucken, und wie sind die angeordnet? Kann man das größer machen? Okay, ich glaube, ich hab's. Damit fangen wir an, mit der hier. Habe ich die nicht sogar getroffen gerade? Jetzt nicht mehr. Ja, ich müsste es jetzt erstmal zusammen zurücksetzen wieder. Ich halt schon einmal angefangen. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise dazu, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. So, dann hatten wir ein H. H ist hier. dann hatten wir ein D. Das war hier drüber. Und dann hatten wir ein C. Das müsste hier sein. Dann haben wir wieder ein H. Ja. Dann hatten wir ein F. Das ist das oben. Nee. Drüben. Und nochmal ein C. Geht runter. Oh. Na klar. Das war's. Okay, was hat sich jetzt... was hat sich jetzt getan? Ist jetzt irgendwo was zu finden? Ich habe das jetzt da oben gespielt und was ist jetzt passiert? War das wie diese Truhe vielleicht und die war zu? Ich weiß es nicht. Ich stand ja nicht ein hier Schatz. Oben. Ich glaube schon. Ja, das war der Schatz. Da ist noch eine Truhe. Da sind auch noch ein paar Sachen.
komme ich denn daran? Irgendwo muss man hier reinkommen. Ja, hier wahrscheinlich. Genau. Geistert hier irgendwo noch jemand rum? Ich meine, wir haben hier immer noch diese Duellleistungen-Sache. Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Ja, zu spät. Revelio! Abgesehen von Spinnen gibt es hier ist noch einer. Confringo! Ah, okay, das war nur so ein kleiner Durchgang. Aber hier ist noch wer. Da auf der Seite, okay, das sind doch. Boah, ist nicht nur einer, das sind mehr. Sind die zurückgekommen? Oder sind das die, die quasi vor dem Schloss Wache halten? Wir haben auch noch keinen Haken dran. Ja, da sind noch mehr. Mal her. Es ist aber immer noch kein Haken am Schloss. Wir haben immer noch nicht alles. Hier hätten wir uns reinschleichen können, aber schleichen bei dieser Mauer, die ich gerade weggesprengt habe, weiß ich nicht, ob man davon schleichen spricht. Da war noch eine Truhe, okay. Ist die hier drin? So, und jetzt ist ein Haken dran. Okay, jetzt können wir zurück und die Aufgabe, die wir, wegen der wir eigentlich hier gelandet sind, abgeben. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Na, dafür brauchen wir erstmal Malbenkraut. Ich habe mich um Selwyn gekümmert. Sie haben Selwyn besiegt? Bei Merlins Bart. Eine Schülerin hat einen von Rookwoods Schergen zu Fall gebracht. Dann gehört dieses Kopfgeld wohl Ihnen. Wohlverdient. Schön, dass ich Crackcroft vor den Aschwinderinnen schützen konnte. Dank ihnen werden uns die Diebe endlich in Ruhe lassen. Sie sind jederzeit in Crackcroft willkommen. Hier ist es ganz wundervoll, wenn wir nicht von Aschwinderinnen bedroht werden. Ach, es fehlt immer nur so ein bisschen. So. Mal gucken, was der da vorne verkauft. Vielleicht verkauft er sogar Malbenkraut. Oder die? Verzeihung, Madame... Navarro. Bella Navarro. Kann ich Ihnen helfen? Ich hörte, die Aschwinderinnen machen in der Gegend Ärger. Sie haben richtig gehört. Sie haben mir alles genommen. Die Lage scheint sich beruhigt zu haben, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie kann ich Ihnen helfen? Was verkaufen Sie? Vor allem Zaubertrankzutaten. Mit den unscheinbarsten Dingen kann man stattliche Gewinne erzielen. Sie haben in Hogwarts etwas über Zaubertränke gelernt? Bei Professor Sharp, ja. Dann sollten Sie mein Inventar zu schätzen wissen.
Was verkaufen Sie hier? Das hast du doch gerade gefragt. Ich dir helfen kann. Ach, aber es sieht jetzt nicht so aus, als hätte sie Malvenkraut. Nee, hat sie nicht. Schade, aber wir können hier so ein paar Sachen loswerden. Wie herzallerliebst. Das nehme ich doch gerne an. Danke für deinen netten Besuch. Ah, der hat mal 3 Truhen. Und ein Demigeist bestimmt auch noch. Das macht man so, ne? Man geht in fremde Häuser und man plündert so die Truhen, die da drin rumstehen. Das ist ja ganz normal. Ich bleib mal hier oben. Hallo, Homura. Ihr müsst auch mal vielleicht wieder zu dem Hausmeister zurück, um zu gucken, wie viel Demigeist-Statuen wir überhaupt noch brauchen. Wie viel wir schon haben. Ich habe nicht mitgezählt. Man sieht halt erst, wie viel noch fehlen, wenn man dann ein paar schon abgegeben hat. Ach, da steht auch noch so ein Säckchen, das wir mitnehmen können. Sie sagt ja immer, du gehörst mir, Demigeist, wenn sie in so ein Häuschen reinkommt. So, aber hier gibt es noch eine 2. Etage. Mit einer weiteren Truhe. So, jetzt können wir ja mal kurz auf die Karte schauen, ob es hier überhaupt einen versteckten Demigeist gibt. Ja, gibt es. Und noch eine Truhe. Sehr dankbar. Kaum zu glauben, dass sie Crackcroft von dieser Ratte Selwyn befreit haben. Ja, immer wieder gern. Ha. So, da ist ein Haus. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Das ist ja. Wo ist noch einer? Und dafür müssen wir natürlich wieder die Zeit vergehen lassen. Du gehörst mir, Demigeist. Wer hier wohl wohnt? Naja, haben wir ja gerade untersucht. Mehr oder weniger. Und hier drin müsste noch eine Truhe Hallo, sein. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja, sie meinte jetzt sicherlich die Aufgabe Merlins, aber wir haben ja nicht genügend Malvenkraut, konnten wir hier jetzt auch nicht kaufen.
Ich werde mich also jetzt erstmal in das Schloss zurückseppen und wie es weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.